Auch auf dem Wasser müssen Verbrecher bekämpft werden. Deswegen ist es gut, eine Küstenwache mit einem Polizeiboot zu haben. Heute von Sluban, das sogar schwimmen kann. Seid ihr gespannt, ob das tatsächlich nicht untergeht, was so drin steckt, ob die Jungs sich freuen, ob Kinder was damit anfangen können? Dann bleibt dran, denn wir packen es aus, bauen es auf und lassen die Jungs mitspielen. Hallo, mein Name ist Sascha und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf unserem Kanal Klemmbausteinkastens. Heute haben wir von Sluban ein Polizeiboot, das schwimmen kann. Das gute Set hat 347 Teile, hat auch einen von diesen coolen Brick Separatoren dabei, ist ab 6 Jahren geeignet. Das wird man wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Jahre früher schon mit den Kindern bauen können. Ja, also wie gesagt, es kann schwimmen. Oder es heißt zumindest, dieses Schiff schwimmt. Mit dabei, sieht man hier hinten auch nochmal, ist auch ein kleines Luftkissenboot von dem Verbrecher, der gejagt wird. Ein Wasserhubschrauber. Und ganz gefährlich ein Hai. Ja, man muss sich nicht nur vor den Verbrechern in Acht nehmen, sondern auch vor dem Hai. Und als ganz spannendes Feature kennen unsere Jungs noch nicht die Stud Shooter. Das heißt, da kann man auf jeden Fall auch was schießen. Das Set kostet 30 Euro. Ich verlinke euch unseren Shop unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, dann packen wir es jetzt mal aus und gucken, was da so drin ist. Da das Set jetzt ein paar Mehrteile wieder hat, werden wir da keinen Speedbild machen, sondern nur die Zwischenstopps filmen. Aber das sollte ja in Ordnung sein. So, Kinder schlafen gerade mal wieder, deswegen fliegt der Karton später. So, gucken wir mal. Haha, ist das nicht klasse? Ein Schiff, komplett hier, sticht natürlich sofort hervor. Spannend. Ich bin schon sehr gespannt, wie gut das dann tatsächlich schwimmt. So, dann das übliche Werbeprospekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Tüten. Aufkleber dürfen natürlich nicht fehlen. Ich bin mal gespannt, ob die hier irgendwo ans Boot dran kommen. Das macht natürlich dann keinen Sinn, wenn man das mit ins Wasser nehmen kann. Wir lassen sie weg. Und eine Anleitung. Hier hinten mit ein paar lustigen Sluban-Figuren aus verschiedenen Serien. Hier die Anleitung. Zum Hochklappen. Man würde sagen, ich packe jetzt mal die Steine aus und dann gucken wir uns das Ganze von oben an und bauen es auf. Also bis gleich. Ich habe die Steine jetzt einmal ausgebreitet und wir schauen uns einfach mal ein bisschen was an. Drüben sind die Teile vom Hai. Den bauen wir dann auch laut Anleitung als erstes zusammen. Figurenteile, dann hier tatsächlich ein Scheinwerfer, der leuchten kann. Ich dachte, das wäre nur so ein Gimmick auf dem Karton, aber das gefällt mir gerade schon ziemlich gut, dass es tatsächlich auch noch leuchten kann. Bin mir noch nicht so sicher, wie man da die Batterien dann rauskriegt, und wenn man das mit in die Badewanne nehmen will, muss man das natürlich vorher abnehmen. Also das ist zwar jetzt auch, wenn da nur eine Batterie drin ist, das muss jetzt nicht ins Wasser fallen. Ja, also denkt dran, wenn ihr das dann mit ins Wasser nehmen wollt, weil das Schiff schwimmen kann, nehmt den Scheinwerfer ab. Der ist elektrisch. Was haben wir noch? Hier Frontscheibe von dem Helikopter. Schiffsschraube.
Handschellen haben wir auch dabei. Mal darüber. Hier ist ein Teil vom Stud-Shooter. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Und wie schnell unsere Studs dann weg sind und wir keine mehr haben, weil die Jungs die irgendwo hingeschossen haben, wo sie nicht mehr finden. Gut, dann lege ich jetzt mal mit dem Aufbau los und wir sehen uns in ein paar Zwischenschritten. Wir haben jetzt hier einen Teil vom Schiff fertig gebaut. Vorne ist der Scheinwerfer. Hier, oh, da ist gerade schon eins abgegangen. Das war auch das, was ich eh erwähnen wollte, dass hier quasi der Ausrüstungsständer mit Schwimmweste, Schutzweste und Sauerstoffflaschen. Da sind die Westen, die sind da ziemlich locker drauf, also die werden oft runterfallen im Spiel und vielleicht auch mal dann irgendwo hin verschwinden. Die Sauerstoffflaschen, die sind da gut befestigt. Was wir hier haben, ich zeig's mal so, da ist der Gefängnisbereich. Da kann man reingucken, da sind Gitter und hier, ganz cool, kann man aufklappen, um den Verbrecher dann auch einzubuchten. Netterweise bekommt er noch ein Bett. Das Bett ist jetzt ja, für den Verbrecher recht einfach gemacht. Einfach eine 2x6 Platte und eine 1x2 Fliese als Kissen. Ziemlich coole Funktion, wird den Jungs garantiert Spaß machen. Und weiter geht's. Das Schiff ist fertig. Haben jetzt hier den ganzen Aufbau draufgepackt. Dadurch ist natürlich hier unten jetzt nicht mehr so leicht an die Ausrüstung ranzukommen. Die kann man hier von der Seite vielleicht auch noch nehmen. Sollte gehen mit ein bisschen Übung, da dran zu kommen. Hier oben kann der Kapitän setzen und lenken oder der Steuermann vielmehr. Da sind dann eigentlich auf den Slopes, die da sind, vor dem Lenkrad dann die Aufkleber drauf für die Bedienanzeigen. Was bei Slubern nicht fehlen darf, ist eine Kaffeetasse. Man muss ja auch schließlich wach bleiben, wenn man Verbrecher jagt. Hier oben das Radar. Vom Aufbau her sehr gut. Klemmkraft passt. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Schiff aufzubauen. Gefällt mir auch sehr gut. Finde ich ein schönes Design. Jetzt kommt der Hubschrauber dran. Wir haben den Hubschrauber gebaut. Auch ziemlich gut. Ist im Endeffekt hier unten für die Wasserlandung, das sind Technikstangen und ein paar Technikteile. Und dann wird der Rest hier die Brick Modified und die Blade Modifieds draufgesteckt. Und dann über Technikpins kommt es dann hier unten dran. Das ist sehr einfach und gut gelöst, dafür auch schön stabil. Hier hinten, das ist auch eine Technikstange, die dann hier mit ja, runden Steinen, entsprechend mit Loch als Blende fungieren. Hier haben wir einen kleinen Rotor für die Steuerung. Hier wäre dann eigentlich noch auf dem Teil ein Aufkleber drauf. Hier oben die großen Rotorblätter. Das ist jetzt auch mal so eine richtige Drehscheibe im Endeffekt. Ja, also nicht wie bei dem Helikopter vom Polizeitruck, wo das ja nur über so eine Plate dann fixiert ist. Also das ist jetzt hier richtig gut drauf und stabil. Dadurch kann man das schön drehen und kriegt das eben auch nicht ab, weil das hier über so eine Plate Modified mit Pin in der Mitte befestigt ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vorne kann man entsprechend hochklappen, das heißt, da kann man dann, wenn die Steuerung nicht gerade abfliegt, kann man da dann eben auch eine Minifigur reinsetzen, damit der Pilot dann fliegen kann. Das Einzige, was ist, das haben wir auch bei dem Polizeitruck-Helikopter, ist hier vorne, da wo die Steuerung dran ist, das ist nur so eine 2x2 Platte, die dann über die zwei Noppen hier befestigt ist und dann eben im Spiel garantiert immer wieder abgehen wird. Aber ansonsten eine sehr schöne Konstruktion und beinahe hätte ich es vergessen, hier an der Seite gibt es noch den Suchscheinwerfer, vielleicht auch Kamera, wie auch immer, also kann man abnehmen.
Ziemlich, ziemlich cool. Schönes Detail. Passt. Wunderbar. Helikopter top, Schiff top. Jetzt gucken wir uns mal noch das Verbrecherschiff an. Das Luftkissenboot. So, auch das Fluchtfahrzeug von dem Verbrecher ist fertig. Das ist gar kein Luftkissenboot. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie man die heißt, wie man die nennt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Einfach ein paar Steine zusammen. Vom Design her gefällt es mir auch sehr gut. Damit kommen wir dann auch schön über den glatten Boden. Da sind ja einfach Blade Modifieds drin, die so ein bisschen abgerundet sind. Und dann funktioniert das. Dann kann man da über den Boden gleiten. Also Luftkissenboot oder wie auch immer man es nennt, Hubschrauber und das Schiff. Alles richtig, richtig gut. Aufbau war super, sehr verständlich. Minifiguren top. Der Hai darf natürlich nicht fehlen. Ich bin schon sehr gespannt, was unsere Jungs dazu sagen, wie sie damit spielen werden. Und natürlich machen wir auch noch den Schwimmtest, ob das Ding untergeht oder nicht. Das schauen wir uns dann jetzt mal an. Dann sehen wir uns zum Familienfazit wieder. Bis dann. Und da ist was zum Aufklappen. Was ist da drin? Da kommen die Verbrecher rein. Das ist Gefängnis. Ja, das Gefängnis. Wo ist ein Verbrecher? Da. Da, ein Verbrecherfahrzeug. Wah! Hilfe! Hilfe! Wah! Wah! Bumm! Ich bin die aufgemacht. Oh, da drin ist ja was. Was ist denn da drin? So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Wasser in das Waschbecken gelassen und wir machen mal ganz kurz den Schwimmtest von dem Polizeiboot. Natürlich, wie schon empfohlen, habe ich das Licht vorne abgemacht. Und ja, mein klar, war zu erwarten, es ist aus einem Guss. Wenn er, sofern da keine Löcher irgendwo drin sind, schwimmt das. Also man kann da auch mal draußen im Teich oder wo auch immer mit spielen. Muss natürlich auf die ganzen kleinen Teile aufpassen. Der Verbrecher ist gefangen. Der Hai macht sich an seinem Boot zu schaffen. Deswegen kommen wir schnell zum Klemmbausteinkastens Familienfazit. Alle sind versammelt und bereit, ihre Meinung abzugeben. Fangen wir mit meiner Frau an. Ja, ich würde sagen, es ist ein schönes Set, eben mit dem kleinen Stud-Shooter natürlich auch sehr beliebt, wobei eigentlich erstaunlicherweise noch beliebter die Lampe hier vorne. Damit spielen die Jungs total gerne. Der Verbrecher wird regelmäßig gefangen, also wirklich sehr schön bespielbar. Was ich besonders schön finde, der Hubschrauber ist tatsächlich mal ein bisschen stabiler als die anderen, also man kann das Visier hoch und runter klappen, ohne dass es recht schnell abgeht. Es ist zwar oben ein bisschen dann der Helm vom Männchen im Weg, aber nichtsdestotrotz funktioniert es gut. Für mich bei dem Preis eigentlich wirklich ein Daumen hoch, weil es an sich sehr, sehr toll ist. Leon, hast du was noch zu sagen, was dir besonders gefällt? Leuchte und... Leuchte, genau. Und Kanone. Genau, hier ist noch der Stud-Shooter dabei. Der funktioniert. Ja, mittelmäßig. Aber das macht den Kindern nichts. Genau. Ja, da noch was? Hai. Der Hai, genau. Ist sehr beliebt. Und der Pirat. Auch. Der Pirat. Ne? Der Pirat meinst du den Bösewicht, also, der hier im Gefängnis ist? Ja, da. Zu dem sage ich ja. Der verrückte Wissenschaftler. Genau. Und das Piratenboot. Ja, also das Fluchtfahrzeugboot, Ding ist da. Und der Hubschrauber und der Polizist. Okay, fassen wir zusammen. Alles ist gut, deswegen gibt es einen Daumen nach oben. Gut. Noah, möchtest du noch irgendwas zu diesem schönen Boot sagen? Nein. Nein? Okay. Er hat trotzdem auch sehr gerne mitgespielt. Genau. Er macht sehr gerne Fotos. Genau, das ist für ihn der Fotoapparat. Und ich auch. Genau. Ja. Also von daher, ja, wir lassen es mal beim neutralen Daumen, aber eher Tendenz in Richtung gefällt ihm. Den Schwimmtest habt ihr gesehen, das hat funktioniert. Abschließend kann ich dann nur noch sagen, Daumen nach oben, gefällt mir sehr gut, Aufbau war sehr schön, habt ihr auch mitbekommen, dass mir das sehr viel Freude bereitet hat.
ja, belassen wir es dabei. Dann sind wir am Ende unseres Familienfazits. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne den Daumen hoch. Stecht den See. Lasst die Verbrecher nicht entkommen. Habt noch einen schönen Tag und abonniert uns. Wenn ihr vergesst nicht mehr verpassen wollt. Tschüss! Tschüss! Dann bleibt dran, denn wir packen es auf, bauen es aus und fangen nochmal von vorne an.